Ja, wir von Konkret bekommen wirklich viel Post. Vielen Dank an dieser Stelle. Und auch der nächste Beitrag hat mit einer ihrer Zuschriften begonnen. Ein Mann hat uns berichtet, und zwar von einem möglichen Datenleck bei Österreich Testet. Als wir im Dezember dann mit den Recherchen begonnen haben, war nicht klar, wie weitreichend die Folgen waren. Ob und wie oft sensible Gesundheitsdaten vom Server gestohlen wurden, will das Ministerium bis heute nicht sagen. Matthias Linke und Kenny Lang über einen kleinen Programmierfehler, der große Folgen haben kann. Wir können vor laufender Kamera zum ersten Mal persönlich mit Gökhan S. sprechen. Er war es, der vor knapp 2 Monaten durch Zufall auf einen Fehler im System von Österreich Testet gestoßen ist. Gesundheits- und personenbezogene Daten von praktisch allen Menschen, die sich in Österreich auf das Coronavirus testen haben lassen, waren mit einem einfachen Kniff durch eine ganz banale Sicherheitslücke einsehbar. Und das nicht nur für jene Apotheke, für die Gökhan S. gearbeitet hat. Alle, die jemals oder noch immer Zugriff haben auf dieses Dashboard, verschiedenste Unternehmen, Teststraßen, Apotheken etc., können das natürlich mit ganz einfachen Mitteln auslesen. Bis die Lücke geschlossen wurde. Ja. Gökhan S. hat an einer internen Softwarelösung zur Registrierung von Corona-Tests in einer Apotheke gearbeitet. Wie schnell er dabei auf das Problem gestoßen ist, lässt ihn erstaunt zurück. Also das ist schon eine Dimension, wo man da sich nicht erwartet, so schnell und mit so banalen, einfachen Mitteln, also das Einmaleins des Testens, ja, im Internet auf Sicherheitslücken, dass da so rasch so eine schwerwiegende Sicherheitslücke auffindbar ist, war für mich sehr überraschend. Im Fall von Gökhan S. war der Zugang einer Apotheke der konkrete Ausgangspunkt. Seit Beginn der Corona-Pandemie gehören Apotheken neben Labors und Ärzten zu jenen Orten, an denen sich Menschen testen lassen. Um die Daten zentral zu sammeln, wurde die Plattform Österreich Testet geschaffen. Dorthin haben Teststellen Zugriff und über diesen Weg melden Apotheken Corona-Tests ein und können Ergebnisse abrufen. All das ergibt Sinn. Was keinen Sinn ergibt, ist, wenn eine Apotheke nicht nur die eigenen Tests verwalten kann, sondern Einsicht in alle Corona-Tests hat, die in den letzten 7 Tagen gemacht wurden. Genau das war bis Mitte Dezember der Fall. Ein problematisches Datenschutzrisiko. Es geht hier um sensible Gesundheitsdaten. Dafür gibt es aus gutem Grund ein besonders hohes Schutzniveau in der Datenschutzgrundverordnung. Und wir reden hier ja wirklich auch von Name, Sozialversicherungsnummer, Geburtsdatum, Anschrift und den Corona-Teststatus von Millionen von Menschen, die in diesem System abrufbar waren. Da kann man nicht wegdiskutieren, dass es ein Risiko gibt von massivem Identitätsdiebstahl, von Datenhandel und vielleicht auch von Erpressung, wenn es Personen des öffentlichen Interesses sind, die auf einmal Corona-positiv sind. Auf Anfrage von Konkret war das Gesundheitsministerium nicht sehr auskunftsfreudig. Wir hätten mit der zuständigen Stelle gerne die entscheidenden Fragen für den Zeitraum der offenen Lücke in einem Interview besprochen. Stattdessen hat man uns eine schriftliche Stellungnahme zukommen lassen. Dem BMSGPK ist die Einhaltung aller datenschutzrechtlichen Verpflichtungen ein besonderes Anliegen. Bei der von Ihnen angesprochenen Thematik handelt es sich jedoch weder um einen Fehler im System von Österreich Testet, noch um eine Datensicherheitslücke. Es handelt sich vielmehr um eine widerrechtliche Verwendung interner Dokumentationssysteme einer einzelnen Apotheke, welche im Rahmen von Testungen auch alleinige Datenschutzverantwortliche für diese ist. Eine Zuständigkeit des Gesundheitsministeriums ist daher nicht gegeben. Das Gesundheitsministerium bedauert diesen Vorfall, möchte aber anmerken, dass auch Apotheken gleich wie niedergelassene Ärztinnen und Ärzte einer gesetzlichen Sorgfaltspflicht sowie einem Berufsgeheimnis unterliegen. In den vergangenen Wochen wurden entsprechende Anpassungen vorgenommen, um die internen Dokumentationssysteme noch besser gegen eine etwaige widerrechtliche Verwendung einzelner Teststellen zu schützen. Für den Datenschutzexperten eine völlig unverständliche Position. Das ist eine sehr billige Ausflucht gegenüber einer Verantwortung, die aus meiner Sicht ganz klar bei Gesundheitsminister Mückstein liegt und bei seinem Haus. Man kann nicht so tun, als wäre so ein offenes Scheunentor etwas, das ja eh keiner verwenden wird, weil man hat es irgendwo im Kleingedruckten ausgeschlossen. Sondern man muss hier eben gemäß dem Grundsatz Datenschutz durch Technikgestaltung wirklich
auf der technischen Ebene absichern, dass dieses Ding sicher ist. Betreiber des IT-Systems von Österreich Testet ist die A1 Telekom mit ihrer Tochterfirma World Direct. Auch dort haben wir wegen dem Problem angefragt. Geantwortet hat A1 mit einem Verweis auf die Zuständigkeit des Ministeriums. Laut einer parlamentarischen Anfrage aus dem Februar 2021 hat die Erstellung des Systems mehr als eine 500.000 Euro gekostet. Um die Sicherheitsstandards hochzuhalten, bekommt A1 über den Staatsauftrag seitdem zusätzlich knapp 188.000 Euro an Steuergeld monatlich bereitgestellt. Dass man angesichts dessen überhaupt keinen technischen Fehler gesehen hat und beim Ministerium nach wie vor nicht sieht, ist für Thomas Lohninger höchst bedenklich. Ich glaube, der Vergleich, den man hier bringen kann, um klarzumachen, wieso das Argument des Ministeriums nicht greift, ist wie bei einem Bankomaten. Da brauche ich auch eine Bankomatkarte, damit ich Geld abheben kann. Aber so wie sich das Ministerium das vorstellt, reicht irgendeine Bankomatkarte, um von jedem beliebigen Konto Geld abzuheben. Also ja, da gibt es eine Hürde, aber die ist halt untauglich für das, was das System mir danach ermöglicht. Wie lange die Lücke Bestand hatte und ob es tatsächlich einen Missbrauch gegeben hat, wollte man uns seitens des Ministeriums auch nach mehrmaliger Anfrage bisher nicht beantworten. Dabei sind entscheidende Fragen nach wie vor ungeklärt. Kam es zu einem Datenabfluss? Kam es zu widerrechtlichen Zugriffen auf die Gesundheitsdaten von Dritten? Und man muss auch sehr transparent in dieser Aufklärungsarbeit sein, weil am Ende geht es hier um das Vertrauen der Bevölkerung in staatliche Systeme, in den Datenschutz ihrer Gesundheitsdaten. Gökhan S. war es ein Anliegen, dass die Lücke, auf die er gestoßen ist, so schnell wie möglich geschlossen wird. Er fasst das Problem unmittelbar zusammen und bereitet alles auf. Kurz darauf ist er seinen Job los. Das waren halt wirklich sehr einfache, banale Sachen, aber ich habe das halt trotzdem detailliert beschrieben. Die Bauanleitung, wie das funktioniert und wie man das natürlich dann auch verhindern kann. Ja. Und das habe ich dem Ministerium natürlich dann auch gemailt. Ja, das Ministerium hat sich dann dahingehend geäußert, dass halt aus diesem Standort illegale Zugriffe stattgefunden haben, die nicht erlaubt waren und dass als Konsequenz, wenn sich der Verdacht erhärten sollte, als Konsequenz der Standort dieses Betriebes geschlossen wird. Das war das Dankeschreiben des Ministeriums. Das hat mich halt sehr schockiert. Ich habe mit so einer Reaktion nicht gerechnet. Die Person, die diese Schwachstelle gefunden hat, hat wirklich alles richtig gemacht. Genau so ein Verhalten wünscht man sich, dass man eine Schwachstelle findet, die erklärt der zuständigen Stelle und die bittet, das zu schließen. Was das Ministerium gemacht hat, war so ziemlich das Falscheste, was passieren kann. Dass man diese Person dann aussortiert und an den Pranger stellt, dass diese Person ihren Job verliert dafür, dass sie das Richtige gemacht hat. Das setzt genau die falschen Anreize. Recherchen von Konkret sowie dem Datenschutzverein Epicenter Works zeigen, dass dieses Leck mittlerweile geschlossen ist. Die nächste Lücke wird aber womöglich nicht mehr gemeldet und hochsensible Daten der Österreicherinnen und Österreicher landen dann im schlimmsten Fall am Schwarzmarkt. Wir werden trotzdem berichten.